zusammen, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Hier sind die Honigmann-Nachrichten Nr. 139 vom 01.08.2012. Mexiko. Die Weltmarken Coca-Cola und McDonald's ziehen sich aus Bolivien zurück, berichtete der TV-Sender Telesur. Boliviens Regierung hatte entschieden, die weitere Tätigkeit von Coca-Cola auf dem Territorium des Landes ab Dezember zu verbieten. McDonald's schließt seine Kette in Bolivien aus Wirtschaftsgründen. Das Verbot für Coca-Cola tritt am 21. Dezember in Kraft. Diese Entscheidung passt super mit dem Ende des Maya-Kalenders zusammen und wird ein Teil der Feierlichkeiten anlässlich des Endes des Kapitalismus und des Beginns eines wahrhaft kulturellen Lebens, äußerte der bolivianische Außenminister David Choquehuanca. Dieser Tag markiert laut Choquehuanca das Ende der Ära des Egoismus und der Zersplitterung der Völker. Der 21. Dezember soll zu einem Ende des Getränks Coca-Cola und zu einem Anfang für Moku Shinchi, ein Pfirsichgetränk, werden, hieß es. Die Planeten werden erstmals seit 26.000 Jahren in einer Reihe stehen. Es ist das Ende des Kapitalismus und ein Anfang für den Kommunitarismus, fügte er an. Als unmittelbarer Grund für das Verbot von der Produktion von Coca-Cola wurden die Sorge um die Gesundheit der Bevölkerung sowie die Erhaltung des nationalen Erbes angegeben. Ist doch schon eine Begründung. Ich trinke das Zeug ja auch nicht. Seit 2010 wird in Bolivien ein kohlensäurehaltiges Getränk Coca-Cola aus Blättern der Coca-Pflanze hergestellt, die in der Provinz Cochabamba gezüchtet wird. Es wird in Flaschen verkauft, die den weltbekannten Coca-Cola-Flaschen sehr ähnlich sind. Nach dem Abzug von McDonald's wird Bolivien zum zweiten lateinamerikanischen Land nach Kuba, wo es keine Schnellrestaurants dieser Imbisskette gibt. Nach Expertenschätzungen hatte das Unternehmen einen Misserfolg im Marketing und in seiner wirtschaftlichen Strategie erlitten. In den 14 Jahren der Aktivitäten in Bolivien konnten die McDonald's-Restaurants keine Beliebtheit in der Bevölkerung erzielen, die an ihrer kulinarischen Tradition festhält. Dakar. US-Außenministerin Hillary Clinton ist am Dienstagabend zum Auftakt einer 11-tägigen Afrika-Reise in Senegal angekommen. In der Hauptstadt Dakar wollte sie am Mittwoch Staatschef Macky Sall treffen, der sich im März bei Wahlen gegen den langjährigen Präsidenten Abdoulaye Wade durchgesetzt hatte. Ein US-Vertreter sagte, Clinton wolle Sall zu dessen Wahlsieg gratulieren. Senegal sei der stärkste und verlässlichste Partner der USA im altfranzösischsprachigen Afrika. Bei Parlamentswahlen Anfang Juli hatte Salls Koalition einen überwältigenden Sieg davongetragen. Tunis. Die Kommission der Verfassungsgebenden Versammlung von Tunesien hat mit absoluter Stimmenmehrheit das Verbot jeglicher Normalisierung der Beziehungen zu dem zionistischen Regime verabschiedet. Laut Bericht der IRNA hat Al-Abadi, der Leiter der Kommission für Rechte und Freiheiten der Verfassungsgebenden Versammlung von Tunesien, am gestrigen Dienstag im Gespräch mit dem Radiosender Shams FM dieses Landes gesagt, aufgrund dieses Beschlusses gelten Schritte zur Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Regime als Straftat. Dies sei eine Forderung der tunesischen Nation. Er unterstrich, dass Palästina die zentrale Frage für die arabische und islamische Welt sei und fuhr fort, dass aufgrund des Beschlusses der Kommission für Rechte und Freiheiten jeder, der eine Maßnahme zur Normalisierung der Beziehung zum zionistischen Regime unternimmt, als Missetäter gilt und bestraft werden wird. Über diesen Beschluss soll auf der öffentlichen Sitzung der verfassungsgebenden Versammlung Tunesiens abgestimmt werden und Beobachter sehen voraus, dass er mit absoluter Mehrheit gebilligt wird. Tel Aviv. Ein Israeli, der sich aus Protest gegen die schlechte Wirtschaftslage in den besetzten Palästinensergebieten selbst in Brand gesetzt hatte, ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Der körperbehinderte und im Rollstuhl sitzende 45-jährige Veteran der israelischen Streitkräfte zündete sich am Sonntagmittag in Yehud
Bei Tel Aviv an, berichtet die palästinensische Nachrichtenagentur Al-Yum am heutigen Mittwoch unter Berufung auf israelische Medien. Er wurde mit 80-prozentigen Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Dienstagabend starb. Am Samstagabend hatten bei Demonstrationen in mehreren israelischen Städten hunderte Menschen an den 57-jährigen Moshe Silman erinnert. Er starb am Freitag, knapp eine Woche, nachdem er sich bei sozialen Protesten selbst in Brand gesetzt hatte. Seit seiner Verzweiflungstat gab es mehrere weitere Selbstverbrennungsversuche. Libanon. Libanons staatliches Unternehmen Electricité du Liban gab eine Erklärung ab, in der es mit Bankrott und kompletter Stromabstellung drohte. Solche Extreme erzeugt ein scharfer Konflikt mit einem Teil der Mitarbeiter, die in den vergangenen 3 Monaten im Streik alle Zugänge zum Sitz des Unternehmens blockiert hatten. Mitarbeiter, einschließlich derjenigen, die für die Koordination der Versorgung von verschiedenen Teilen des Landes mit Elektrizität verantwortlich sind, haben keinen Zugang zu ihren Arbeitsplätzen. In einer Stellungnahme der Leitung von Electricité du Liban hieß es, was die Streikenden tun, wird in den nächsten Stunden zu Stromausfällen in ganz Libanon führen. Die Arbeiter drohen mit Streiks bis zu dem Zeitpunkt weiter, bis ihnen alle Gehaltsnachzahlungen ausgezahlt werden. Washington DC. USA haben Nordkorea aus der sogenannten Terrorländerliste gestrichen. Laut dem Bericht der US-Regierung machte Nordkorea sich auf keine Weise als Finanzier irgendwelcher Terroranschläge bemerkbar. Gleichzeitig gilt Nordkorea laut dem Bericht als Land, das sich nicht ausreichend an dem Kampf gegen Terrorismus beteiligt. Moskau. Im Zentralforschungsinstitut für Aerohydrodynamik wurden die Testversuche für das neue russische Zivilflugzeug Fregatte EcoJet gestartet. Die Experten hatten bereits den Flieger als eine kleine Revolution umbenannt. Er hat keinen traditionellen runden Rumpf, sondern in der Form einer Ellipse. Dies ändert allerdings wesentlich seine aerodynamischen und somit auch die wirtschaftlichen Eigenschaften. Somit können die Kosten pro Passagierkilometer laut den Angaben der Hersteller von der Fregatte EcoJet im Vergleich zu den aktuellen Flugzeugmodellen um ein Drittel gesenkt werden. Delhi. Züge stehen still, Krankenhäuser arbeiten im Notbetrieb. In Indien haben hunderte Millionen Menschen keinen Strom, berichtet Zeitenwende.blogspot.co.at am Dienstag. Experten sprechen vom größten Blackout seit einem Jahrzehnt. Es könnte bis zu 12 Stunden dauern, die Versorgung wiederherzustellen. Nur einen Tag nach dem massiven Stromausfall im Norden Indiens ist erneut das Stromnetz zusammengebrochen. Betroffen ist nun auch der Osten und damit insgesamt etwa die Hälfte des Landes. Offenbar haben wieder einige Bundesstaaten mehr Strom abgezweigt, als ihnen zusteht. Ankara. Der Vorsitzende der türkischen Partei des Friedens und der Demokratie, BDP, die kurdische Interessen vertritt, warnte den türkischen Premierminister Recep Tayyip Erdogan vor einer Militärintervention in Syrien unter dem Vorwand der Bekämpfung der Kurden. Das meldete German.irib am Montag. Selahattin Demirtas kritisierte bei einer Feier zum Fastenbrechen im Südosten der Türkei die Politik von Erdogan und warnte ihn: Wenn du von den syrischen Kurden sprichst, musst du aufpassen, dass die Munition, auf der du stehst, nicht explodiert. Des Weiteren sagte er: 20 Millionen Kurden leben in der Türkei. Erdogan habe etwas gegen die Kurden und führe gegen diese Menschen eine rassistische Politik. Er räumte ihnen keine Freiheit ein und versuche unter dem Deckmantel der Stammeskämpfe in Syrien zu intervenieren, so Demirtas. Erdogan sei jetzt im Sumpf des Nahen Ostens stecken geblieben und könne sie aus dieser Situation nicht selbst heraushelfen. Auch prangerte Demirtas die Interventionslust von Erdogan in Syrien an. Wenn Erdogan nach Syrien zieht, kommt er dort nicht mehr raus und die ganze Region wird von Blut überschwemmt werden. Erdogan hatte vor kurzem im Einklang mit der Politik des israelischen Regimes, des Westens und einiger arabischer Länder am Persischen Golf Syrien mit einer Militärintervention gedroht. Juristisch nicht mehr vorhandene Parlament Bundestag ändert Bundesverfassungsgerichtsgesetz klammheimlich. Zukünftig tagt man geheim.
Diese Ungeheuerlichkeit tat uns Stasi wehkund, was BRD-Schwindel.org am Dienstag weiterleitete. Wir hatten ja bereits gestern berichtet, dass die Bundesregierung juristisch nicht mehr im Amt ist. Es ist noch grotesker, was in unserem Lande abläuft. Professor Dr. Jörg-Karl Albrecht Schachtschneider, Ordinarius für öffentliches Recht, hat als Verfahrensbevollmächtiger für das Mitglied des Deutschen Bundestages, bayerischer Staatsminister AD Dr. Peter Gauweiler, eine Organklage, eine Verfassungsbeschwerde, einen Antrag auf andere Abhilfe sowie einen Antrag auf einstweilige Anordnung bei dem sogenannten Verfassungsgericht gestellt. Geheimer Brief belegt Goldpreismanipulation. Hier schreibt kein Freund von Verschwörungstheorien, schrieb Gottmode Treider.de am Dienstag. Ich glaube, Menschen können sich besonders dramatische Ereignisse wie die Anschläge des 11. September oder die Mondlandung nicht vorstellen und suchen nach einem tieferen Sinn. Eine Erklärung hinter der offiziellen Geschichte, das bedeutet aber nicht, dass die US-Regierung hinter den Anschlägen steht oder die Mondlandung in Hollywood gedreht wurde. Ich versuche mich bei der Analyse der Märkte an Fakten zu orientieren, die belegbar, greifbar und schlüssig sind. Das ist an den Rohstoffmärkten generell schwieriger als beim Aktienmarkt, weil es für Kakao, salopp gesagt, keine Pressestelle gibt. Auf die Frage, ob Gold meiner Ansicht nach manipuliert wird, fällt meine Antwort daher in der Regel kurz aus. Dennoch halte ich einige Entwicklungen für durchaus geeignet, um daraus famose Verschwörungstheorien zu zimmern. Denn ist es nicht im Interesse der Notenbanken oder gar der Zentralbank, der Zentralbanken der Bank for International Settlements, BIS, also Gold, zu kontrollieren? Warum gab es im August und September 2011 wiederholte Margenerhöhungen an der New Yorker Edelmetallbörse COMEX, bei den Edelmetallen Gold und Silber, einige sogar an aneinanderfolgenden Tagen? Was wurde da versucht? Warum kann ich mit einer Strategie, bei der ich Gold außerhalb der COMEX-Handelszeiten handle, und es während den Handelszeiten Leerverkaufe eine phänomenale Performance erwirtschaften? Warum wird nicht geprüft, wo das Gold der Bundesregierung ist, beziehungsweise des Deutschen Reiches, müsste es ja heißen. Das war's mal wieder für heute. Wünscht euch recht angenehme Temperaturen. Wir haben hier schätzungsweise 29 Grad. Draußen wage ich gar nicht hinzugucken. Madet jod und tschö.